Also, ich eröffne jetzt ganz offiziell die Show, den ersten Sachunterrichts-Slam der Pädagogischen Hochschule Salzburg II. Begrüße euch noch einmal ganz, ganz herzlich und möchte gleich mit dem ersten Team beginnen. Das sind die Laura Ecker, die Flora Hübel und die Sarah Hübel mit dem Thema Wetten, dass. Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Wetten, dass. Es freut mich außerordentlich, endlich mal wieder hier bei Ihnen in Salzburg zu sein. Auch meinem ersten Gast des Tages geht es so. Und zwar begrüßen Sie mit mir ganz herzlich das Schlagersternchen 2016, die bezaubernde Helene Angler. Hallo Thomas, schön dich zu sehen. Die Freude ist ganz meinerseits, Helena. Ach, seit deinem ersten Hit Atemlos durch den Tag bist du ja in den Charts nicht mehr wegzudenken. Und nun planst du ja auch deine erste Tournee. Daher freut es mich außerordentlich, dass du dir heute für uns Zeit genommen hast. Ja, so eine Chance kann man ja gar nicht ausschlagen. Und ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Und ja, besonders freue ich mich jetzt auf die Wetten. Du bringst mich auf den perfekten Punkt, nämlich zu unserer ersten Wette des Tages. Sag einmal, was oder welche Erinnerungen hast du an Chemie in deiner Schulzeit, Helena? Eigentlich keine besonders guten, beziehungsweise ist schon viel in Vergessenheit geraten. Dann wollen wir diese Kenntnisse einmal auf einen neuen Schwung bringen. Und zwar kommen wir zur ersten Wette des heutigen Tages. Liebes Publikum, bitte begrüßen Sie mit mir die junge Chemikerin Agathe Ganz. Leute wirklich viel von Chemie wissen und es so eine Randposition in unserer Gesellschaft hat. Und ich möchte zeigen, Chemie ist in. Du hast uns daher heute einen wirklich interessanten Versuch mitgebracht. Und zwar, du möchtest heute eine sogenannte Chromatographie durchführen. Und so kommen wir zur ersten Wette, zu deiner Wetteinlösung sozusagen. Und zwar, Agathe Ganz wettet, dass sie mithilfe der sogenannten Chromatographie einen zuvor aufgezeichneten schwarzen Punkt erkennt, beziehungsweise aus welchen Farben dieser besteht. So, Helena, komm bitte zu mir herüber. Was sagst du, kann Agathe das schaffen? Eigentlich kann ich es mir nicht ganz so vorstellen, aber sie wirkt sehr kompetent. Also ja, ich denke, dass sie es schaffen wird. Lassen wir sie versuchen. Bitte, Helena. Setz deine Brille auf. Die Brille hält, was sie verspricht. Helena, bitte wähle dir drei Stifte aus. Erzähle nicht, welche Farbe sie haben und male auf dieses Filterpapier einen schwarzen Punkt, bitte. Schon nervös, Agathe? Ich wähle die Farbe. Nein, ich weiß, dass der Versuch funktioniert. Und du wirkst auch sehr entspannt. Ja. War es schon immer mal dein Traum, hier bei Wetten, dass zu sein? Nein, ich habe mich eigentlich eher spontan dazu entschieden, weil mir der Versuch so gefallen hat und ich ihn mehreren Leuten präsentieren wollte. Das hat natürlich was. So. Das sieht schon einmal sehr gut aus. Ganz dicht übereinander malen, genau richtig. Hast du auch jemanden mitgebracht, Agathe? Nein, ich bin ganz alleine. Möchtest du vielleicht zumindest jemanden grüßen? Ja, ich grüße alle Leute, die mich kennen. Das ist immer eine gute Antwort. Perfekt. Dankeschön, Helena. Nun, Agathe, bitte nimm deine Brille ab und zeige dein Können. Wir sind gespannt. Und
Zuerst mache ich ein Loch in das Filterpapier. Und mache aus einem anderen Filterpapier eine kleine Röhre. Das stecke ich jetzt in das Loch rein und gebe das ins Wasser. Das Wasser zieht sich jetzt durch das Papier hoch und durchläuft dann diesen schwarzen Fleck. Das dauert ein wenig. Bei der Chromatographie hat man immer zwei Phasen. Eine stationäre Phase, in unserem Fall das Papier, und eine mobile Phase, das Wasser, das jetzt eben unseren Farbplex durchläuft und die Farben mitnimmt. Die Farben heften aber alle unterschiedlich stark am Papier und die Farbe, die am wenigsten anhaftet, die läuft als erstes mit dem Wasser mit und so spaltet sich der Punkt wieder auf. Das sieht man jetzt hier hinten, das Wasser läuft durch und man erkennt jetzt langsam auch schon, welche Farben drinnen waren bei mir hier vorne. Zwar ganz am Anfang ist einmal gelb am Rand außen, die haftet am wenigsten an. Dann könnte man schon blau erkennen. Ist zwar noch ein bisschen grünlich, aber das könnte blau werden, weil ich ja schon weiß, dass gelb da ist. Und in der Mitte ist eindeutig lila. Also ich würde sagen, es war der Stift und der Stift. Liebe Agathe, das ist korrekt! Wow, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Aber eines würde mich noch interessieren, wie kann ich dies im Alltag brauchen? Also im Alltag ist es so, unsere Umwelt ist aus wahnsinnig vielen Stoffgemischen und Gemengen. Reinstoffe, so wie jetzt einfach nur gelb, kommen ganz selten vor. Wenn wir zum Beispiel an die Luft denken, die besteht ja auch aus Stickstoff, aus Sauerstoff, aus Kohlendioxid. Und manchmal brauchen wir jetzt aber nur die Reinstoffe an sich. Und die Chromatographie ist so ein Verfahren, mit dem man den Reinstoff ermittelt. Und es wird zum Beispiel im Sport bei der Dopingkontrolle verwendet, weil sie kleinste Substanzen im Blut bei medizinischen Untersuchungen nachweisen kann. Oder auch wenn ich wissen möchte, ob ein Dokument gefälscht ist oder nicht, dann kratze ich einen Teil von der Tinte ab, spalte diese Tinte auf und schaue, ob das passend ist mit der Tinte, die zu dieser Zeit verwendet wurde, weil auch die Tinte in all den Jahrzehnten und Jahrhunderten immer eine andere Zusammensetzung hatte und sich diese weiterentwickelt hat. Also ist das auch in der Geschichte ein wahnsinnig wichtiges Verfahren. Okay, danke. Vielen, vielen Dank, liebe Agathe, für diese Ausführungen und auch für deinen wirklich tollen Versuch. Ich darf dich nun auf unsere Wettcouch bitten, dort Platz zu nehmen. Und Sie, liebes Publikum, Sie dürfen nun gespannt sein und sich freuen auf den Auftritt unseres Schlagersternchens Helene Angler! Vielen Dank, ein sehr spannender, interessanter Vortrag. Und ich möchte gleich die nächste Gruppe bitten, die Veronika Hirscher und die Stefanie Henn mit dem Thema Der Griff ins Trockene. Mir ist mein Schlüssel ins Klo reingefallen. Wirklich? Und ich mag nicht in das grausige Wasser da reingreifen. Was tue ich jetzt? Ah, Steffi, das verstehe ich, aber das ist überhaupt kein Problem. Ich kenne einen super Trick, da kann man den Schlüssel aus dem Klo holen und die Hand wird dabei gar nicht nass, obwohl man ins Wasser greifen muss. Komm mal wirklich? Her. Wirklich? Ich sag dir das. Schau mal, ich habe drei Versuche für dich vorbereitet. Und einer funktioniert, dann kannst du den Schlüssel aus dem Klo holen und der Hand wird wirklich nicht nass, ich versprich das. Bin ich gespannt. Glaubst du, ist es A, das Haargel? Der Kunststoff, Haargel, der sich darin befindet, bildet eine schützende Schicht um deine Hand. Mhm. Oder greifen wir doch zum Klassiker, den Imprägnierspray, weil immerhin schützt er ja auch unsere Schuhe vor dem Durchnässen. Möglicherweise könnte es aber auch C sein, ein Bio-Babypuder. Es ist nicht irgendein Bio-Baby-Buddha, sondern eines aus 100% Bärlappsporen. Okay, dann testen wir das einmal, oder? Ja. Dann bin ich schon gespannt. Schau mal. Einfach mal reingreifen und die Hand einschmieren. Einfach so einschmieren. Genau. Und dann hineingreifen. Reicht das so? Ja, das reicht.
Oje, was sehen wir? Also, das funktioniert schon mal nicht. Oder was sagt ihr? Die Hand ist nass, also den Versuch A kann man sich in die Haare schmieren. Der hat schon mal nicht funktioniert. Kommen wir nun zum Imprägnierspray. Einfach die Hand einsprühen. Hineingreifen. Und, oje, also kannst du mal fühlen. Es ist schon wieder nass. Auch nass. Also B ist es leider auch schon mal nicht. Also wenn C jetzt auch nicht funktioniert, dann musst du aber ins Klo greifen, weil du hast mir versprochen, dass das funktioniert. Ja, jetzt nicht so schnell. Wir haben ja C noch gar nicht probiert. Dafür gibt man etwas Bärlappsporen auf die Wasseroberfläche. Oder ein bisschen mehr. Sicher ist sicher. Okay, und jetzt probier mal. Und das soll funktionieren. Probier es. Verdi, ich bin gar nicht nass. Ja, wir haben ja gesagt, dass das funktioniert. Das funktioniert deswegen, weil das Babypuder aus 100% Bärlappsporen bestehen. Bärlappsporen gehören zu den ältesten Gefäßpflanzen bei uns und so schauen sie aus. Und schon die Schwarzfuß-Indianer verwendeten sie zur Behandlung von Wunden. Denn die Bärlappsporen besitzen eine bienenwabenähnliche Struktur, das kann man da sehr gut erkennen. Und diese Bienenwaben haben ganz, ganz kleine Räume. Und in diese Räume kommt das Wasser nicht durch und die Luft wird in den Kammern eingeschlossen. Und deswegen funktioniert das. Und damit wir euch dieses Phänomen noch ein bisschen besser veranschaulichen können, haben wir noch einen zweiten Versuch mitgebracht. Da braucht man wieder die Bärlappsporen. Einfach auf Stella geben. Wieder ein bisschen. Ein bisschen. Dann mit einer Pipette gibt man ein paar Tropfen hinauf. Und man sieht... Es bildet sich eine schützende Schicht um die Tropfen und die Tropfen gehen nicht kaputt. Sieht ihr es? Es ist bewegt. Ups. Also da ist zum Beispiel so Kugel. Und die gehen nicht kaputt. Man sieht gut den schützenden Wirt. Genau. Super. Und einen Tipp möchten wir euch nur geben, wenn ihr mal Kinder wickelt und es ist ein offenes Feuer in der Nähe, dann passt es bitte auf, weil dann kann das passieren. Nicht nachmachen. Genau. Genau, nicht nachmachen. Genau, und das ist der Grund, warum Bärlappsporen auch in der Pyrotechnik verwendet werden und unter Feuerspuckern verbreitet sind. So, und ich schenke dir das jetzt und jetzt kümmern wir uns um deinen Schlüssel. Danke, Verdi, ich bin so froh, dass du das hast. Dann gehen wir jetzt, oder? Und das funktioniert. Vielen Dank. Tollen Vortrag. Also ich weiß jetzt, was ich in Zukunft mache. Ich gehe nämlich gerne schwimmen, aber das Wasser ist immer so nass und das mag ich nicht so gerne. Ich werde jetzt im See einfach Bärlauchsporen verteilen und dann kann ich schwimmen gehen, ohne nass zu werden. Gell? Was haltet ihr von der Idee? Gut. Die nächste Gruppe sind die Frau Katharina Moser und die Frau Christiane Meyer mit der Luftballonrakete. Und ich bitte schon hervorzukommen und alles vorzubereiten. Also ich darf mich vorstellen, mein Name ist Katharina Moser und das ist meine Kollegin, die Christiane Meyer. Und wir haben heute einen besonderen Gast noch bei uns dabei. Das ist nämlich unser Franzi. Hallo!
Ich bin der Franzi. Hallo Kinder, hallo liebes Publikum. Und der Franzi, der ist so ein Neugieriger, der fragt mich ständig Sachen in den Bauch, direkt der Löcher. Und letztens hat er mich was ganz Spannendes gefragt. Kannst du dich noch erinnern, was das gewesen ist? Ja, natürlich, Katharina, kann ich mich noch daran erinnern. Ich habe gefragt, was ist eigentlich Luft? Ich kann sie ja überhaupt nicht sehen. Kannst du sie sehen? Und angreifen kann ich sie auch nicht. Das stimmt. Du kannst die Luft zwar nicht sehen, nur eins ist ganz sicher. Luft ist nicht einfach nur nichts. Die Luft ist nämlich ein Gas und so wie viele andere Stoffe auch besteht also die Luft aus vielen ganz kleinen Teilchen, die wir mit unseren Augen leider nicht sehen können. Aber diese Teilchen, die bewegen sich ständig und ja. Also ist Luft eigentlich überall? Das kann man so sagen. Die Luft, die braucht nämlich Raum und Platz und diesen Raum, den sie zur Verfügung hat, den nutzt sie auch. Aber irgendwie kann ich mir das jetzt nicht so richtig vorstellen. Kannst du mir da vielleicht irgendwie helfen? Ich zeig dir was. Bei einem Luftballon schaut das Ganze so aus. Die Luft, die strömt ja hier hinein. Man bläst den Luftballon auf mit seiner elastischen Hülle. Und diese kleinen Pünktchen, das sind jetzt mal unsere Teilchen und die bewegen sich in alle möglichen Richtungen und stoßen hier gegen die Wand. Und dadurch entsteht ein Druck. Und irgendwie möchten die Teilchen nach draußen, weil so viel Luft drinnen ist und die einzige Möglichkeit hinaus ist nur durch diese Öffnung, wenn wir sie wieder öffnen. Also ist in dem Luftballon ein größerer Luftdruck als außen, oder? Ja, das stimmt, wir haben die Teilchen und durch diese vielen Teilchen entsteht der Druck. Naja, das ist jetzt eine ganz schöne Zeichnung, Katharina, aber irgendwie kann ich es mir doch nicht vorstellen. Kannst du mir vielleicht jetzt noch einmal helfen? Ich glaube, ich habe etwas für dich. Was hältst du davon, wenn wir eine Luftballonrakete basteln? Oh ja, das klingt so toll! Sehr gut. Für eine Luftballonrakete benötigen wir eine Schnur, auf der schon ein Strohhalm aufgefädelt wurde, einen Klebestreifen und das Wichtigste natürlich, der Luftballon! Genau, einen Luftballon. Und was wir noch benötigen, wäre unsere zwei hübschen Assistentinnen, die Barbara und die Marie, wenn sie uns bitte mal helfen könntet. Das Ganze funktioniert jetzt nämlich so. So, liebe Barbara, jetzt gibst du mal einen Applaus für unsere Assistentinnen, bitte. Eine von euch hier platzieren könnte und die andere ungefähr beim Klavier. Dann wird der Faden gut gespannt. So, das wird unsere Laufbahn für die Rakete. Und hier werden wir sie befestigen. Also der Luftballon wurde jetzt schon aufgeblasen. Hier befinden sich schon ganz viele Teilchen, ganz viel Druck. Und wir kleben jetzt den Luftballon an den Strohhalm, damit er nicht durch den ganzen Raum fliegt. Und jetzt überlegt euch mal, was könnte jetzt wohl passieren, wenn die Luft aus dieser Öffnung herauskommt. Überlegt es euch für euch und wir werden jetzt schauen, ob das Experiment auch so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Also, zählt mit uns, der Countdown. 5, 4, 3, 2, 1, also Franzi, hast du jetzt gesehen, dass Luft nicht einfach nur nichts ist, sondern dass unsere Rakete nach vorn gestartet ist? Ja, das habe ich jetzt verstanden. Danke, Katharina. Also Luft ist eigentlich nicht so, wie ich immer geglaubt habe. Man kann sie zwar nicht so gut sehen oder angreifen, aber Luft ist nicht nichts. Danke. Vielen,
vielen Dank. Man kriegt so viele tolle Ideen bei diesem Slam. Ich weiß jetzt, wie ich heuer ganz schnell auf Urlaub fahre. Ich stelle mich auf meinen Roller, bind mir den Luftballon und schon geht's los und ich saus ganz schnell nach Italien. Ha? Wäre das eine Idee? Gut, vielen Dank. Dann bitte ich gleich die nächste Gruppe. Das ist die Danika Dietz und der Herr Michael Zagrosek mit dem Thema Magnetismus. Wie soll ich das jetzt aufdäumen, Danika? Keine Ahnung. Diese ganzen einzelnen Dinge hier aufsammeln, das dauert doch ewig. Also das kannst du machen. Ich habe da keine Lust zu. Ich probier's nicht mal. Wow. Das will ich auch können. Wie hast du das gemacht? Ja, das ist mein magischer Aufdäum-Slime. Ich will den auch zeigen. Ja, dann zeigen wir euch, wie wir den machen. Also, als allererstes brauchen wir was ganz Einfaches, was jeder hat. Warmes Wasser. Einmal einen vollen Becher und einen halbvollen Becher. Jetzt kommt in den vollen Becher, rühren wir einen Löffel voll Borax. Borax ist einfach ein irgendein chemisches Pulver. Das gut funktioniert, wenn man Magic sagt. Das ist ein Salz. Hat der Herr Hilzensauer gerade gesagt. Und der weiß es. Und der weiß es. Der weiß viel. So, währenddessen mische ich dieses Pulver mit dem Wasser. Und der Michi vermischt Kleber. Das ist auch ganz normaler, herkömmlicher Kleber. Und wir versuchen jetzt, beides im Wasser aufzulösen. So, während wir das jetzt einfach so verrühren, habe ich eine Frage. Hat jemand von euch eine Ahnung, wo wir im Alltag Magnetismus haben, benutzen, sehen, brauchen? Kennt ihr Magnete, die wir irgendwo benutzen? Ja, Elias. Für den Kühlschrank, sehr gut. Noch irgendwas? Pascal? Sehr gut, genau. Ja, was möchtest du sagen? Für die Tafel. Habt ihr beim vorhergehenden Versuch gesehen, wie das Papier einfach an der Tafel geklebt hat? Da war kein Kleber dran, das war magnetisch. Ja, und du noch? Ja, bei Zügen kommt es auch vor. Sehr gut. Ja? Achterbahn, sehr gut. So, jetzt schauen wir mal, kommst du da vorwärts mit dem Verrühren? Ja, es geht eigentlich. Sehr gut. Jetzt haben wir jeder unsere eigene Lösung vermischt und jetzt schütte ich ein bisschen was von meiner bei Michi rein. Ich rühre das zusammen und rühre das so lange, bis es schleimig wird. Und ich hoffe, es wird schleimig. Das hoffe ich auch, weil ich will so einen Aufräumer auch haben. So, wird schon ein bisschen klebriger oder soll ich dir noch mehr von mir dazugeben? Okay. Also. So, während der Michi da weiter rumrührt und es nachher noch faltet, zeige ich euch noch ein bisschen was zu Magnetismus. Also, hier haben wir zwei Magneten mit Nordpol und Südpol. Diese beiden, wenn man ganz stark ist, schafft man die zusammenzudrücken. Aber die stoßen sich voneinander ab. Die beiden auch. Aber wenn ich jetzt was an den Kühlschrank kleben will, ist es leicht unpraktisch. Deswegen muss man verschiedene Seiten nehmen. Verschiedene Seiten kleben nämlich immer zusammen. Also sie kleben nicht, aber sie werden voneinander angezogen. Jetzt zeige ich euch noch was ganz Interessantes. Ich habe jetzt hier einfach nur eine Mappe. Und unten drunter lege ich einen Magneten. Wenn ich jetzt Eisenpulver drunter streue, Eisenpulver ist nämlich magnetisch, das streue ich hier oben drauf, dann ordnet sich das in einem ganz bestimmten Muster an. So, könnt ihr das sehen? Nein. Und wenn ich jetzt den Magneten bewege, dann bewegt sich auch das Eisen hier oben drauf. Und ich kann das mit mir mitziehen. Und dieses schöne Muster, das erklärt nämlich ein physikalisches Phänomen.
Phänomen. Genau, damit ihr das alle, die es jetzt nicht so gut sehen könnten, hier haben wir es auch nochmal auf der PowerPoint. So sieht es hier vorne auch aus. Aber was sind denn überhaupt Feldlinien? Feldlinien, das ist eine Bezeichnung für gezeichnete oder gedachte Linien, die eine Kraft darstellen sollen. Also in dem Fall ist es die Kraft, die der Magnet auf sein Umfeld auswirkt. Und deswegen werden das Eisenpulver so sortiert. Es ist nämlich so, dieses Eisenpulver wird magnetisiert von dem Magneten. Und somit richtet es sich danach aus, dass die eigenen Pole vom Eisenpulver sich zum Südpol, der Nordpol vom Eisenpulver sich zum Südpol orientiert. Und deswegen entsteht dieses Muster. Und je stärker die Linien sind und je mehr Linien nebeneinander sind, desto stärker ist die wirkende Kraft. So, jetzt schauen wir mal bei Michi. Wie schaut's aus? Sieht doch schon schleimig aus, oder? Ja. Also, aber noch was fehlt da. Noch ist da nämlich gar nichts mit Magnetismus dabei. Und deswegen streuen wir jetzt noch Eisenpulver. Ups. So, da ist jetzt ganz viel Eisenpulver drauf. Und indem man das jetzt miteinander faltet und vermischt, entsteht dieses Gemisch hier. Und hiermit kann man jetzt ganz viele schöne Sachen ausprobieren, Experimente machen. Hier das schön miteinander hochziehen und Muster formen und Türme bauen. Aber nach einer Weile fällt es immer wieder runter, wenn die Kraft vergeht. Weil, schau, hier oben funktioniert noch gar nichts. Es wird nicht angezogen. Aber wenn ich dichter und dichter und dichter gehe und irgendwann, zack, springt es hoch. Wir haben uns gedacht, ihr wollt es vielleicht auch mal ausprobieren. Und deswegen gebe ich das hier mal rum. Wir legen das hier auf eine Mappe. Und dann nehmt ihr das mal rum. Sehr praktisch. Ich bin ja schon etwas älter als ihr und daher schon sehr vergesslich oft. Aber ich habe auch einen Kühlschrank zu Hause und ich werde mir jetzt meine Zettel, wo ich aufschreibe, was ich nicht vergessen darf, werde ich mir jetzt zu Hause mit Magneten raufbicken, weil dann vergesse ich es nicht so leicht. Daraus wie eine Igelfrisur. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank für diesen interessanten Beitrag. Das geht eh noch herum und ich darf schon die vorletzte Gruppe, und zwar die Frau Bergner Elisabeth und Kirchgatterer Clara, zu mir bitten mit dem Thema: Wo hat Wasser Platz? Ja, wir haben uns heute das Thema gestellt, wo hat Wasser Platz? Und dabei unterscheiden wir zwischen reellem Wasser und virtuellem Wasser. Wir starten einmal mit virtuellem Wasser. Das heißt, virtuelles Wasser ist das Wasser, das verbraucht wird, bis man zu einem Endprodukt kommt. Genau, also in der ganzen Produktion, bis man das fertige Backerl Nudeln hat oder einen Hamburger oder zum Beispiel Bier. Was denkt ihr, verbraucht eine Flasche Bier in ein virtuelles Wasser? Also bis man zu der abgefüllten Flasche Bier kommt, wie viel Wasser wird da verbraucht? Irgendwer eine Schätzung? Hier? Ja. 100 Liter? 100 Liter ist schon mal ziemlich gut. Es sind nämlich genau 150 Liter.
Und zwar bei einer Flasche von 0,5 Liter ist das quasi 300 Mal so viel Wasser, wie man dann letzten Endes für eine Flasche Bier braucht. Genau. Genau, und wir bleiben jetzt einfach bei virtuellem Wasser und nehmen uns den Hamburger als Beispiel. Ein einziger Hamburger, um den zu produzieren, braucht man 2400 Liter Wasser. Genau, und das also die größte Menge macht das Rindfleisch aus, also die Fleischbulette. Wenn wir von einer Bulette von 150 Gramm ausgehen, werden für einen Hamburger von diesen 2400 Litern 2200 Liter nur wegen dem Fleisch verbraucht. Und da das jetzt so ausschlaggebend viel ist, picken wir uns das Rindfleisch mal aus und schauen uns das ein bisschen genauer an. Wie kommt es jetzt dazu, dass Rindfleisch so viel virtuelles Wasser benötigt? Ein Kilogramm Rindfleisch verbraucht 15.455 Liter Wasser. Also für mich ist das eine unvorstellbare Menge. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und es kommt so zustande, ein Rind muss ja trinken. Und ein ganzes Rind trinkt bis zur Schlachtung, also in den ersten drei Lebensjahren, 24.000 Liter Wasser. Und natürlich muss ein Rind auch fressen. Und was essen Kühe und Rinder so? Gras, Heu, großteils Getreide, Soja, Heu, Weidefutter, Kraftfutter. Und ein Rind isst bis zu 8500 Kilogramm Kraftfutter. Und das ist ein virtueller Wasserverbrauch von 15.300 Litern. Ja. Genau. Weitere Beispiele, was wir sehr interessant gefunden haben, ist zum Beispiel ein Liter Kaffee. Der verbraucht 1120 Liter Wasser bis zur Produktion, also bis ihr den fertigen Kaffee habt. Und ein einziges Stück Ei verbraucht 200 Liter Wasser, also mehr wie die Flasche Bier. Und nur ein ganz extremes Beispiel ist Kakao. Ein Kilogramm Kakao, also eine Packung Kakao, verbraucht 27.000 Liter und ein einziger Esslöffel Kakao verbraucht 270 Liter Wasser. Und das sind umgerechnet ungefähr zwei Badewannen. Zwei Badewannen Wasser. Genau. Man muss dazu sagen, oft wird Kakao zum Beispiel im tropischen Regenwald oder so angebaut. Da ist das kein Problem, weil ja das Wasser sowieso da ist. Aber oftmals muss auch in südliche Länder viel bewässert werden. Und da ist nämlich das Wasser dann schon eine ganze Menge. Und nur ein weiteres Beispiel. Eine einzige Jeans verbraucht 11.000 Liter Wasser, bis sie fertig zum Anziehen für uns ist. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, es ist viel, gell? Nun kommen wir zum realen Wasser. Also recht interessant ist, dass unser Planet zu ganzen 70% von Wasser bedeckt ist. Also nur 30% sind Erde und Land. Und auch sehr interessant ist, dass der Mensch aus ca. 60% zu Wasser besteht. Und das ist großteils wegen unserem Blut, weil das besteht auch zur Hälfte aus Wasser. Und da kommt dann eben so eine große Menge zusammen. Bei einem Neugeborenen ist es noch extremer. Ein neugeborenes Baby besteht zu 70 bis sogar 80% aus Wasser. Und bei älteren Menschen über 85 Jahren, die bestehen dann nur mehr aus ca. 45 bis 50% Wasser. Außerdem
haben wir uns nur das Wasser in die verschiedenen Aggregatzuständen angeschaut. Ich weiß noch, ob von euch schon mal wer eine Flasche Wasser eingefroren hat und gemerkt hat, dass danach auf einmal mehr drinnen war. Hat das schon mal wer beobachten können? Ja? Genau. Und wir haben uns das ganz genau angeschaut. Wenn man nämlich jetzt oder sagt, in jedem dieser drei Flaschen, also das sind 0,5er Flaschen, sind 295 Gramm Masse Wasser drin. Das ist quasi, wenn es einfach nur flüssiges Wasser ist von 20 Grad, haben das 295 Milliliter, was das in der Flasche Platz braucht. Gefriert man das Wasser jetzt ein, und es wird zu Eis, braucht schon ein bisschen mehr Platz, nämlich 322 Milliliter. Nimmt man das Wasser und lasst es kochen und man wartet, bis alles zu Wasserdampf wird, verbraucht es den Platz von der ganzen Flasche. So die Relation quasi. Genau. Okay. Um jetzt ein bisschen genauer darzustellen, wo Wasser jetzt tatsächlich Platz hat, wollen wir das mit einem Glas veranschaulichen. Wir füllen das Glas jetzt mit unterschiedlich großen Steinen. Dann tun wir noch ein bisschen kleinere Steine rein. Und nur ein bisschen an Reis. Und obwohl das Glas jetzt schon relativ voll ist, Wasser hat immer noch Platz. Vielen, vielen Dank. Also ich überlege mir jetzt das nächste Mal, ob ich einen Hamburger esse oder nicht, wenn ich dabei so viel Wasser verbrauche. Gut, dann kommen wir jetzt schon zum Finale, schön langsam. Die letzte Gruppe, die Frau Viktoria Kraus und Christina Haller, haben... Sie haben sich das Thema Gehirn und Gedächtnis ausgesucht. Und das ist heute ganz besonders wichtig, weil ihr sollt euch ja merken, welche Themen schon gezeigt wurden und die dann bemerken und dann bewerten. Das heißt, ihr müsst euch gut erinnern können. Da braucht man alle unser Gedächtnis. Und was es damit auf sich hat, werden uns die zwei in ihrem Vortrag dann erklären. Ja, ich habe voll viel gelernt für die Prüfung. Und meine Mama hat mich sogar gestern noch geprüft und sie hat gesagt, ich kann es echt gut. Und ich bin echt lang gesessen bei dem Stoff. Es war nämlich nicht so einfach. Echt letzte nicht. Chance, Christina, weißt du? Semesterende. Ich bin ja schon so nervös. Okay, dann fangen wir gleich an, okay? Okay. So, Christina, die erste Frage. Welche Stufen des Gedächtnisses gibt es? Ultrazeitgedächtnis. Dann geht es weiter mit, mir fällt das gleich ein. Warten Sie kurz, bitte. Ja, Christina. Ich habe das daheim voll gut kennen, wirklich. Mhm. Ich habe das so arg geübt mit meiner Mama und sie hat mich gestern geprüft und ich habe es wirklich kennen. Wirklich, sie können sogar fragen. Naja, ich weiß das. Christina, wie man sieht, ist dir der Inhalt nicht wirklich im Gedächtnis geblieben, Ja, aber... Was tun wir denn da jetzt? Ich hab's ja wirklich keiner. Ich glaube, wir schauen uns das nochmal gemeinsam an. Geht das? Ja, natürlich. Also okay. Grundsätzlich... Ich pass voll gut auf. Wirklich. Hoffe ich. Grundsätzlich ist unser Gedächtnis ein riesiger Informationsspeicher. Damit wir uns etwas merken können, braucht es also Informationen. Okay. Wenn jetzt zum Beispiel ein Vogel draußen an den Fenstern vorbeifliegt,
dann nehme ich das mit dem Ultrakurzzeitgedächtnis wahr. Das habe ich gewusst. Das stimmt. Ultrakurzzeitgedächtnis, warum ultrakurz? Weil ich kann es gleich wieder vergessen. Er fliegt vorbei, es ist vergessen. Wenn ich es aber spannend finde, dann gelangt es ins Kurzzeitgedächtnis. Ich verarbeite es, schaue mir den Vogel an, frage mich warum, was macht er da überhaupt? Und arbeite daran. Darum nennt man dieses Kurzzeitgedächtnis auch Arbeitsgedächtnis. Und wenn ich mir das jetzt merken will, was war das für ein Vogel, woher kommt er, was ist das? Dann gelangt es ins Langzeitgedächtnis. Das ist das Wissensgedächtnis, weil ich weiß dann, was war das für ein Vogel, was macht er da? Ach so war das nun mal. Ach Gott. Und wie soll ich das jetzt nun mal lernen? Ich meine, ich habe es ja schon so gut gelernt und mir ist einfach jetzt bei der Prüfung nicht mehr eingefallen. Was sollen wir denn jetzt machen? Christina, denk einmal an das, was wir im Unterricht gelernt haben. Denk an die Lernmethoden. Das weißt du ganz sicher noch. Heißt es nicht immer, man sollte lernen mit allen Sinnen? Das ist es. Sei dir mal das der Klasse. Okay, wie ihr schon alle wisst, ist die beste Methode zum Lernen das Lernen mit allen Sinnen. Und daher auch der Körper. Und zwar am besten ist, ihr lernt, wenn ihr etwas fühlt, wenn ihr etwas tastet oder ihr tanzt eine... Ihr macht eine Bewegung zu dem, was ihr lernt. So könnt ihr euch das ganz gut merken. Eine andere Methode zum Lernen wäre das Sprechen. Und zwar beim Sprechen, wenn ihr das immer wieder wiederholt, bleibt der Stoff auch langsam schon mal im Gedächtnis. Aber auch Schmecken ist ein Sinn. Beim Schmecken zum Beispiel, wenn ihr am liebsten Schokolade isst, esst beim Lernen auch Schokolade. Und unter der Stunde beim Test isst auch ein Stück, weil dann erinnert sich das Gehirn, bei diesem Teil habe ich Schokolade gegessen, das ist der richtige Teil. Dasselbe gilt auch beim Riechen. Und zwar, wenn ich lerne zu Hause, gebe ich mein Lieblingsparfüm auf die Haut. Und vor der Prüfung sprühe ich meine Haut damit ein und so kann ich mir genau merken, wo dieser Teil in meinem Stoff gestanden ist. Weiter, wenn ich es mir mit diesen vier Methoden schon nicht merken kann, kann ich den Stoff 100-mal abschreiben, sodass er schon langsam in meinem Gedächtnis bleibt. Wenn das auch wieder nicht hilft, könnte ich es mit dem Hören probieren. Und zwar spreche ich mir den Text, den ich lernen muss, auf den MP3-Player oder Handy, was natürlich fast jeder hat von uns, und höre ihn mir beim Busfahren, zu Hause oder wenn mir langweilig ist, einfach an. So bleibt das auch im Gedächtnis. Und das Letzte ist das Sehen. Und zwar beim Sehen kann ich mir den Text, den ich lernen muss, einfach mit unterschiedlichen Farben das Wichtigste herausheben. Und so weiß ich, wenn ich einen Text schreibe, das Wort war mit grün unterstrichen, das gehört jetzt in die Lücke eingefüllt. Ja, Christina, das hast du dir exzellent gemerkt. Super. Das war gar nicht so schlecht. Ja. Vielleicht können wir da wegen der Prüfung noch was reden, ha? Weil das haben wir schon ganz gut gemacht eigentlich. Zu deinen Lernmethoden fällt mir jetzt noch etwas ein. In deinem Kopf, stell dir vor, du hast da ganz viele Wege. Mhm. In deinem Gehirn nennt man das Synapsen. Wenn du immer nur den gleichen Weg gehst, zum Beispiel immer nur alles 100-mal abschreibst, dann kennst du auch nur den einen Weg zu deinem Stoff, zu deinem Lernstoff. Aber wenn du Schokolade isst, dich mit Parfüm einsprühst, was ich tunst während dem Lernen, dann hast du ganz viele verschiedene Verbindungen und Synapsen, die zu deinem einen Ziel führen. Ja, aber jetzt haben wir doch nur ein Problem. Und zwar, ich hab den Stoff so genau gelernt und hab mir meiner Mama erzählt. Und das heißt ja, wenn man spricht darüber, dann merkt man es. Und was habe ich dann falsch gemacht? Ja, Christine, ich befürchte, wann hast du denn das gelernt? Ja, vor 2 Wochen haben wir den Stoff gekriegt und dann habe ich zum Lernen angefangen. Die Vergessenskurve haben wir auch gelernt. Genau, und kannst du dir erklären? Ja, immer. Und zwar bei der Vergessenskurve schaut das Ganze so aus. Wir starten hier und vor 2 Wochen habe ich den Stoff gekriegt. Habe das jeden Tag gelernt, jeden Tag. Dann war ich bei dem Punkt und habe mir gedacht, ich brauche es nicht mehr lernen, weil ich kann alles. Und habe mir gedacht, ich gehe aussehen, gehe Volleyball spielen und alles andere. Und mein Wissen ist immer weniger geworden. Und heute sind wir bei der Prüfung und ich weiß gar nichts mehr. So, natürlich haben wir dann jetzt ein Problem mit dem Ganzen. Es war doch viel gescheiter, Frau Lehrerin, wenn ich
einfach jeden Tag ein bisschen was lernen darf, sodass einfach der Strich da weitergeht und wir bei der Prüfung sind und ich weiß nicht genauso viel wie am Anfang. Mhm. Dann kommt das wahrscheinlich auch die Prüfung. Genau, schaffen. Und dann musst du auch keine Schummelzettel benutzen. Wobei, Christina, ein Schummelzettel ist eigentlich was ganz Gutes. Echt? Darum habe ich ja geschrieben. Ja, wenn du ihn nicht hernimmst, ist der Schummelzettel etwas Gutes. Denn du schreibst, du überlegst dir, wie du das winzig klein auf diesen Zettel kriegst und dadurch merkst du dir das. Also, klasse, schreibt fleißig Schummelzetteln, das hilft euch beim Lernen. Passt, danke. So, und somit die Siegergruppe hat das Thema der Griff ins Trockene gewählt. Ich darf die zwei Siegerinnen. Die bereit war, sie zur Verfügung zu stellen. Jede hat sozusagen 80 Euro gewonnen. Danke. Danke. Danke.